erstmal darum, wie man am besten Produkte kauft, die kein Mensch braucht. Nein, heute geht es einfach ein bisschen um Umweltschutz, weil ich denke einfach, das ist ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit, weil einfach sehr viele nicht drauf achten und die Natur doch eigentlich doch recht schön ist. Da geht es nicht nur darum, dass man halt sowas hier nicht tut und irgendwelche Müll in die Gegend wirft, sondern hauptsächlich einfach mal heute mal drum, wie man Wasser, sein Wasserverbrauch, vor allem warmes Wasser, Wasser ist ja an sich eigentlich ein sehr schöner Rohstoff, den wir in Deutschland zum Glück zu Genüge haben, aber in anderen Regionen dieser Welt natürlich nicht. Und da geht es einfach mal darum, wie kann ich warmes Wasser sparen, weil einfach irgendjemand sagt, er hat ein Solarding zu Hause, was auch immer. Oder mit Holzofen. Photovoltaik oder Holzofen, also dass er das als Abfallprodukt sozusagen benutzt. Trotzdem wird da ja Energie reingesteckt und die Energie geht dadurch verloren. Und trotzdem Wasser bleibt ein recht teures Medium. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass ihr die Natur schützt, sondern es geht auch darum, ihr spart euch wirklich bares Geld. Jetzt gerade, wenn ihr alleine eine Wohnung zieht oder so oder in einer WG wohnt, man spart euch wirklich Geld. Mhm. Und als ersten Punkt ist mir dann erstmal aufgefallen, Hände waschen im Winter. Macht natürlich jeder liebt es, mit warmem Wasser, sich von der Schule kommt oder sonst wo, erstmal aufs Klo gehen, dann schön mit warmem Wasser die Hände waschen oder einfach so mit warmem Wasser die Hände waschen. Aber prinzipiell, oder morgens das Gesicht mit warmem Wasser, das ist eigentlich total unnötig, weil ihr könnt ganz einfach hingehen und euch die Hände mit kaltem Wasser waschen. Ich meine, man hat den tollen Effekt, dass man kein Warmwasser verschwendet. Zweitens wird das Wasser, was in der Leitung ist, benutzt, weil normalerweise, wenn man jetzt in einer normalen Wohnung ist und dreht einen Wasserhahn auf, läuft ja erstmal noch 2-3 Sekunden kaltes Wasser raus, oder? Kennst du ja auch. Ja, das wird ja nicht gleich warm. Genau, das liegt ja daran, dass das Wasser in der Leitung steht und dort kalt wird. Und da gehen in einem normalen, das ist wirklich, also ich fand es ein richtig krasses Fakt, eine normale Wohnung, jetzt in einem normalen Mehrfamilienhaus, wie es normal oder Einfamilienhaus, wie es halt hier überall gibt, gehen da ca. 7 Liter Wasser verloren. Jetzt überleg mal, stell dich mal 7 Liter Flaschen vor. Das ist eine ganze Menge, würde ich mal sagen. Oder 7 Milchtüten, das geht nicht. Oder 7 Milchtüten, das ist eine ganze Menge, würde ich sagen. Und sogar wenn ihr jetzt irgendwie in einem Wohnhaus in Berlin oder sonst wo wohnt, dann können das bis zu 30 Liter sein. Lass es mal auf die Zunge vergehen. 30 Liter Wasser, das ist eine ganze Menge. Außerdem stärkt es noch euer Immunsystem. Und da kommen wir auch gleich zum zweiten Punkt. Kalt duschen. Es gibt auch noch ein Video, das packe ich euch in die Beschreibung, wie man morgens besser aus dem Bett kommt. Und da habe ich auch erwähnt, wenn man hingeht, morgens aufsteht, nach einem erstmal kalt duschen geht und dann kalt, warm, kalt, warm, kalt, warm, kalt, warm, von Füß bis Kopf, das dreimal mit 3 Wiederholungen macht, dann regt das Immunsystem an und man wird nicht so schnell krank. Und im Winter ist es ja gerade da, im Winter wird jeder krank, kriegt Schub. Ich bin ja selber ein bisschen erkältet, ich meine, das kennt jeder, oder? Ja, und vor allem, wenn man morgens ein bisschen kalt duscht, dann ist man wach. Genau. Das geht mir immer so, wenn ich mal morgens nicht so viel Zeit habe und nicht mehr zum Duschen komme, dann bin ich in der Schule richtig am Arsch. Normal dusche ich morgens immer und dann ist man einfach viel wacher. Das hilft richtig. Genau, aber zu dem Video, wie man morgens durch was am besten kommt, seht ihr in der Beschreibung. Schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Wenn nicht, scheiß mal drauf. So, ein weiterer Punkt wäre Baden. Baden verbraucht ungefähr zwischen 100 und 200 Liter Wasser. Das ist auch wieder eine ganze Menge. Stellt euch 200 Liter Milch vor. Das ist jede Menge. In Afrika, wenn du da hingehst, sagst du, ja, ich verbrauche zweimal die Woche 200 Liter Wasser. Das Kind will wahrscheinlich aufschlitzen und dann Blut trinken, weil es Durst hat. Und ich essen. Das noch natürlich dazu. Und da einfach so, man braucht ja eigentlich, Baden ist eigentlich ja ein Luxusprodukt. Das ist so einfach so. Wenn man jetzt einmal, sagen wir mal, alle 2 Wochen mal baden geht, jetzt sagt doch hier langweilig drastisch, aber alle 2 Wochen mal baden geht, ist das ja schön. Aber man lässt sich einmal heißes Wasser rein, vielleicht ist es dann noch ein bisschen unangenehm und dann, wenn man reinlegt, wird es ja kälter. Aber wenn man dann andauernd wieder warmes Wasser nachlässt und das kalte ablaufen lässt, verbraucht man erstens Unmengen an Wasser, zweitens geht es Unmengen auf die Rechnung und drittens finde ich das persönlich unglaublich nervig. Und zu zweit baden kann ja eigentlich auch ganz schön viel Spaß machen, gell? Ja. Also mit dem entsprechenden Geschlecht, das man dann bevorzugt. Bitte nehmt nicht eure Katzen in die Badewanne, auch wenn ihr eure Katzen unglaublich lieb habt. Katzen mögen kein Wasser, außer türkische Wasser. Es gibt schöne Kratzspuren. Ja, es gibt Leute, die sollen ja drauf stehen, aber genug. So, ein weiterer Punkt wäre, auch wieder nicht beim Baden, sondern diesmal geht es um Duschen. Jeder kennt es, erstmal warm unter die Dusche gehen nach dem Arbeitstag, einfach mal eine Viertelstunde unter die Dusche gehen, singen, tanzen, was weiß ich. Es ist doch einfach unnötig. Ich meine, warum sollte man? Ich kann sie in der Dusche. Ja, genau, und dann rutscht man hin, bricht sich das Genick, oder? Es ist unnötig, wie bereits schon gesagt, es ist schön, aber wenn man das 5 Minuten macht, sich dann mit einer Kuscheldecke auf die Couch, aufs Bett, aufs Sofa legt und eine Serie guckt oder mit einem Freund telefoniert oder was auch immer. Oder einen schönen warmen Tee. Genau, ein schöner warmer Tee wäre natürlich auch noch eine Kaba oder was auch immer ihr gerne trinkt. Oder noch Kaba mit rumtrinken, was weiß ich, was auch immer euch glücklich macht. Ihr könnt auch einen Glühwein trinken, aber das fühlt sich im Endeffekt sogar viel besser an. Also ich habe es mal ausprobiert.
Ich meine, im Moment, es kommt ziemlich unglaubwürdiger, wir sitzen hier noch im T-Shirt. Zum Glück ist es gerade noch ziemlich warm, wir haben jetzt den 2. Oktober. Ja, aber es ist erst seit ein paar Tagen. Aber es ist erst wieder seit ein paar Tagen warm. Also vor letzte Woche habe ich das auch noch gemacht. Ich bin ewig lang duschen gegangen und habe mich dann auf die Couch gelegt. Und habe ich irgendwann mal das ausprobiert, als ich es gelesen habe, wo ich das alles her habe. Oder teilweise ist es mir selbst entgangen, aber einfach eine Seite, wenn ihr daran interessiert seid, an diesem Umweltschutz. Und einfach könnt ihr, ich packe euch einen Link in die Beschreibung, geht einfach mal drauf. Kostet kein Geld, einfach mal lesen und beachten und Spaß dran haben. Ich meine, es ist ja nicht schlechtes dafür, was es für die Umwelt zu tun. Ja, eigentlich, das war es auch eigentlich schon, außer wie gesagt, die drei wichtigsten Punkte sind meiner Meinung nach einfach dieses kalte Wasser, was am Anfang aus der Leitung kommt, das könnt ihr ruhig benutzen, das schadet nicht. Dann nicht zu lang duschen, nicht zu lang baden und das Badewasser eventuell für andere Familienmitglieder oder so teilen. Ich meine, so dreckig werdet ihr hoffentlich auch nicht sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal Kritik da. Findet ihr es besser, wenn wir draußen sitzen, drin sitzen, was auch immer. Ich meine, ihr hört jetzt auch schon das eine oder andere Video auf meinem Kanal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe mal, das Wasser hat nicht so arg geplätschert, weil wir wollten natürlich hier schön auch die schöne Natur hervorheben und tschüss. Dass man sowas nicht tut. Platsch. Ja, ich hab ne. Wie heißen die Teile? Ja, ich weiß es nicht. Den Wasserbeutel. Nein, oder? Nein. Wenn du Wasser natürlich warm machst. Ja, den Wasser. Den Solar. Nicht Solar, doch. Solar war Wasser. Egal.